Herzlich willkommen zum ersten Podcast Mi Peru Business, der Mensch interviewt mit einer Liebe und Nähe zu Peru. Ich bin Holger und führe dich durch dieses Programm heute. Was erwartet dich? Ja, als Gast ist hier Lisa Rauber. Wir sind in Huanchaco, hier La Libertad. Könnt ihr ein bisschen sehen, hinter uns ist der Pazifik. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Lisa. Mhm. Was hat dich nach Peru geführt? Wer bist du? Erzähl ein bisschen. Ich bin Psychiaterin aus Wiesbaden und Mainz, wohne in Wiesbaden und habe von 1978 bis 1981 in der Nähe von Cajamarca als junge Ärztin gearbeitet. Mhm. Und damals haben wir zum Beispiel 15.000 Kinder geimpft und Promotores de Salud ausgebildet. Und damals bin ich öfter zu Besuch nach Huanchaco gefahren, um mich auszuruhen. Und da gab es einen alten Schweizer, der hier einen Kaffee hatte. Und der hat den Rucksacktouristen Kaffee und Kuchen verkauft und bis zu seinem Tod ungefähr 100 Kindern die Schulbildung finanziert. Ja, und was hat das mit dir gemacht? Ja, ich war damals 30 und ich habe gedacht, wenn ich mal älter bin, will ich das auch machen. Mhm. Und dann haben wir 2007, mein Mann und ich, zusammen das Projekt hier in Huanchaco gestartet. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass das mal klappt. Mhm. Und die Anfangszeiten waren ziemlich schwierig, weil wenn man die Realitäten hier in Peru nicht kennt, macht man natürlich erstmal alle Fehler, die man machen kann. Man weiß auch nicht genau, wen man vertrauen kann. Also es hat sehr lange gedauert, bis wir verstanden haben, dass wir auf die Handlungen gucken müssen und nicht auf die Worte. Ja. Und wir waren nach 4 Jahren kurz davor, das wieder zu beenden, weil einfach zu viel Geld verschwunden ist. Und dann haben wir aber die heutige peruanische Direktora getroffen und seitdem läuft das Projekt sehr gut. Wir sind in Milagro, das ist eine der ärmsten Gegenden hier in Trujillo. Die Kinder wohnen mitten im Sand, haben oft keine Betten. Also was wir gemacht haben, dass wir zuerst dafür gesorgt haben, dass die ein Bett, einen Stuhl und einen Tisch hatten, damit sie lernen konnten. Und inzwischen gehen wir in die Schule in Milagro, fragen die Lehrerin, welche Schüler haben gute Noten. Mhm. Und wenn die gute Noten haben, gehen wir nach Hause gucken, ob sie auch wirklich arm sind und ob die Eltern kooperieren. Und dann werden sie 4 Wochen probeweise in Puente, so heißt unsere Organisation, aufgenommen. Und dann helfen wir den Kindern, dass sie das, was sie eben in der Schule nicht lernen, lernen können. Es gibt dafür 4 Lehrer und es gibt im Urlaub, jetzt natürlich wegen Corona nicht, gibt es Karateunterricht, es gibt Theater, Gesang, Englischunterricht und es kommen 4 Freiwillige aus Deutschland. Jetzt die nächsten kommen im August. Okay. Und die unterrichten auch teilweise in Deutsch, einige haben Deutsch gelernt und wir hatten auch 2 Freiwillige über dieses Programm nach Deutschland geschickt. Das wollen wir aber, was die Mädels angeht, nicht weitermachen, weil die sich regelmäßig verlieben und in Deutschland bleiben wollen. Ja. Und es geht uns ja darum, dass wir hier jungen Leuten helfen, die dann ihr Land auch nutzen später. Und inzwischen sind es 60 Kinder. Okay. Und wir haben inzwischen gelernt, wie man das macht. Also wichtig ist, nichts umsonst machen. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Worauf muss man achten? Sollte man achten, wenn man in Peru hilft? Ja. Im Sinne, dass man auch Hilfe zur Selbsthilfe macht. Ja. Also die erste Frage ist immer, was könnt ihr machen, um eure Situation zu verbessern? Und dann helfen wir auch. Also wir geben einen Start. Aber wenn da nicht mitgemacht wird, also das ist nicht so ein Almosensystem. Ja. Weil aus meinem Beruf kenne ich Abhängigkeit schafft Aggression und das möchte ich nicht gerne unterstützen. Du bist vom Beruf? Ich bin Psychiaterin und Psychoanalytikerin. Ja. Und, aber hier mache ich natürlich nichts Therapeutisches. Ne? Es ist nur halt nur der Hintergrund und der Blick in dieser Richtung. Hilft wahrscheinlich. Ne? Ja, hilft sehr. Ja. Hilft sehr. Und ich habe auch ein bisschen Unterricht noch für Psychologen an der Uni gemacht, weil unsere Mädels sind sehr oft traumatisiert und die Behandlungen, die es hier gibt, sind teilweise noch sehr altmodisch. Ja. Und ich bin spezialisiert in Traumatherapie und
das ist mir wichtig, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Und das dauert auch, bis die Mädels Vertrauen haben und uns das auch erzählen. Ja, so Vertrauen aufbauen. Als wir das erste Mal nach Peru kamen, das ist ja schon ganz, ganz viele Jahre her, Cajamarca. Und als der erste Schritt hier auf der auf die Erde Perus, wie hast du das Land wahrgenommen im Sinne von den interkulturellen Unterschieden? Sehr freundliche Menschen, ich konnte da noch nicht so gut Spanisch. Ja. Und ich habe damals in Cajamarca schon den Bischof getroffen, der uns dann später eingeladen hat. Mhm. Und das war ein sehr fortschrittlicher Bischof von der Theologie der Befreiung. Mhm. Und der wollte auch nicht, dass wenn wir kommen, dass wir missionieren, sondern der war sehr aufgeschlossen. Und deswegen hatte ich halt gleich guten Kontakt auch zu den deutschen Priestern, die in dieser Diözese waren, von denen ich teilweise später auch welche behandelt habe. Okay. Weil manchmal gehen Priester weit weg, weil sie sich sonst nicht von der Mutter trennen können. Ja, okay. Und, aber das war eine sehr lebendige Zeit. Also da kam ja dann auch später der Sendero Luminoso. Ja. Und da hatten wir auch manchmal Angst. Also, wir wurden zum Beispiel verdächtigt, dass wir von der CIA wären oder vom KGB. Ja, CIA, den amerikanischen Geheimdiensten. Ja. Und wir würden den alten Leuten Blut abnehmen, in Konserven tun und nach Kuba schicken. Und also lauter so verrückte Sachen. Ja, okay. Aber das hängt damit zusammen, dass wir damals die Arbeit umsonst gemacht haben. Mhm. Wie soll man einem Indio erklären, dass da zwei Ärzte aus Deutschland kommen und umsonst arbeiten? Das können die ja nicht verstehen. Ja. Ne? Und das war einfach ein Fehler. Wieso hast du denn Peru damals ausgewählt? Was gab es da eine Geschichte dazu? Ja, ich bin, ich kam aus der Klosterschule nach Mainz und habe Medizin studiert und bin in einen Arbeitskreis Lateinamerika gegangen. Ja. Und da haben wir die offenen Adern Lateinamerikas gelesen. Okay. Und darüber. Okay, dann die Nähe. Ja, dazu. Und dann kamen die Chile-Flüchtlinge. Mhm. Und meine Arbeit war, denen zu helfen in der Studentengemeinde, dass sie Wohnungen finden. Ja, also Chile-Flüchtlinge im Sinne von Pinochet. Ne? Okay. Ja. Und so habe ich Spanisch gelernt. Ich habe nie Unterricht gehabt. Okay. Ja. Und jetzt hier in Peru, in La Libertad, Trujillo, Huanchaco. Ja. Und etwas weiterzugeben, so habe ich das verstanden, Menschen zu ermöglichen, ihren Potenzial auszumachen, die jetzt vielleicht finanziell nicht in der Situation sind. Ja. Ja, und was mir auch wichtig ist, also mein Mann und ich, wir kommen beide nicht aus reichen Familien und wir hätten ja nie Medizin studieren können ohne BAföG. Ne? Ja, okay. Und das gibt es ja hier nicht. Ne? Also, und was wir jetzt hier machen, ist sowas Ähnliches wie BAföG für junge Leute, die sich das sonst nicht leisten können. Vielleicht nochmal ein Satz für die Zuschauer, Zuhörer, die BAföG jetzt nicht einordnen können, was das in Deutschland ist. BAföG ist ein staatliches Unterstützungsprogramm, was von dem Einkommen der Eltern abhängig ist und was den Studenten im Moment ungefähr 900 Euro im Monat zukommt. Für Miete, Lebenshaltungskosten, damit sie studieren können. Ja. Und ich hätte nie Ärztin werden können. Ja. Und mein Mann auch nicht. Mhm. Meine Tochter schon. Ist auch Ärztin geworden. Ja. Das ist ja auch etwas, was ich hier immer sehe, dass die Generation danach durchaus eine Möglichkeit hat, die erste Generation nicht hatte, von der Bildung her. Ja. Und dann das Land einfach Stück für Stück voranbringt. Ja. Und was sehr schön ist, dass meine Tochter das Spanisch nicht verlernt hat und dass sie auch Mitglied im Verein ist und dass, ich bin ja schon etwas älter, gesichert ist, dass sie das Projekt weitermacht. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja. Wann war denn deine Tochter in Peru gewesen? Von 78 bis 81. Und da war sie 5 bis 8. 5 bis 8. Ja. Ist sie hier eingeschult worden? Ja, furchtbar. Ja. Jeden Tag musste sie marschieren. Okay. Und die Hymne singen. Ja. Furchtbar. Die kann sie heute noch, vermutlich. Ja, oder? Schrecklich, schrecklich. Also, mit Schuluniform auch. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Oh, und dann hatten die anderen Kinder nichts zu essen. Dann hat sie uns Essen geklaut, damit die Kinder was zu essen hatten. Das war echt irre. Das war ja zur Zeit von Sendero. Ja. Ja. Genau, ja. Der Verein Puente ist ein e.V. in Deutschland, was ja, warte, den Flyer gerade mal zeigen. Ja. Magst du mal in die Kamera halten? Ja. So, hier, da könnt ihr sehen. So heißt der Verein Puente e.V., Kinderhilfsprojekt. Das teile ich noch natürlich in den Shownotes, auch die Adresse und den Link
Und es gibt aber auch einen Verein hier in Peru. Die Vereine in beiden Ländern, was hat das für einen Vorteil für euch? Damit wir legalisiert sind, ne? Also dass wir einen RUC haben, weil sonst... RUC ist sozusagen die Steuernummer. Die Untersteuernummer, die man hier für alles braucht. Weil sonst sofort gefragt wird, wie kommen die Gelder hierher. Ne? Also das muss alles in Ordnung sein. Ja. Ist sehr kompliziert. Das mal halten, dann kann ich hier weiterhalten. Ja. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, muss ich zum Notar und das alles unterschreiben. Ja. Und aber es war mir wichtig, dass alles ganz legal läuft und dadurch auch kontrollierbar. Ja. Also bei dem Projekt ist es so, es bleibt nur Geld in Deutschland für die Überweisung auf der Bank. Ne? Also wenn ich von der Direktbank hierher überweise, das ist das Einzige, was in Deutschland bleibt und alles andere, jeder Cent kommt hierher. Und die Arbeit ist alles ehrenamtlich. Ja, okay. Wie können denn jetzt Zuschauer und Zuhörer, die das gut finden, da finanziell unterstützen, wenn sie das möchte, oder generell unterstützen? Die können auf der Homepage gucken und da gibt es also die Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen. Okay, Patenschaft ist eines, okay. Und auch einfach spenden. Der Jahresbeitrag ist besonders niedrig, nur 40 Euro. 40 Euro. Weil wir auch Studenten haben. Das haben wir extra so gemacht. Ja. Und es gibt zwei Hartz-IV-Empfänger, die spenden 4 Euro im Monat. Also egal, wie hoch das Einkommen ist, ist ein Herzensthema. Ja. Glaube ich, jeder hat dann die Möglichkeit. Und jeder ist gleich wichtig, ob er uns viel spendet oder wenig. Ja. Dann hast du die Freiwilligen erwähnt. Ist das auch etwas? Das ist ein Projekt, was über die Diakonie gemacht wird, Diakonie Kassel. Die suchen aus und ich kann aber auch mitbestimmen. Ich kriege die Lebensläufe. Und es kommen immer 4 pro Jahr und die arbeiten in Puente und in einer Behindertenschule hier, Santo Toribio heißt die. Und das ist für peruanische Verhältnisse eine sehr gute Behindertenschule. Behinderte haben es hier sehr schwer. Die Direktorin ist immer sehr traurig, weil die können am Ende eigentlich nur noch Auto waschen und beim Wong die Tüten einpacken. Ja. Also das geht einem schon ganz schön ans Herz, wenn man... Aber die Schule ist sehr gut. Behindertenwerkstätten ist ja eher unbekannt, so was wir in Deutschland auf der genau. haben. Aber die hat den Traum, das zu machen. Schön. Aber bisher gibt es hier keine Unterstützung, politisch nicht. Ja. Also Diakonie ist evangelisch, kann man auch... Hat nichts mit Religion zu tun. Okay. Das ist verboten, religiös vorzugehen, weil das wird vom Bundesministerium finanziert. Okay. Mhm. Also die machen nur die Vorbereitung und also es hat nichts mit Religion zu tun. Also kann jeder von euch, hier zuschaut, zuhört oder jemanden kennt und Lust hat, sich einzubringen, was zu tun, unabhängig von der Religion damit teilnehmen und sich einbringen. Und Freiwillige, die sich interessieren, auf der Homepage gibt es einen Film, wo man das sehen kann. Okay, sehr schön. Ja. Hast du auch schon gesehen, ne? Ja. Okay. Und demnächst gibt es auch noch einen neuen Film, der jetzt gerade gemacht wurde. Da war jemand vom Südwestfunk da und der wird jetzt noch geschnitten. Ah, okay. Ja, weil der Film, der jetzt auf der Homepage ist, ist schon 5 Jahre alt, glaube ich. Ja, okay. Also vom Südwestfunk, das ist in Mainz oder in Mainz und Baden-Baden. Baden-Baden sitzen sie okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Also da, für alle, die jetzt zuschauen, zuhören, ihr seht das Projekt, den Flyer, Puente e.V., Puente heißt auf Deutsch. Die Brücke. Die Brücke, ne? Die zwischen meisten, Deutschland und Trujillo. Ja. Und hier heißt es Puente Santa Rosa de Lima. Weil hier die Santa Rosa ist halt in Peru sehr wichtig. Ja, nützt uns sehr viel, wenn die Polizei uns anhält. Weil die die Heilige der Polizei ist. Ja, also genau, das jeder, der Peru kennt, versteht das, wie das gemeint ist. Die Polizei hat gleiche Aufgabe wie in Deutschland, in meinem Erleben aber etwas anderes Verhalten. Das ist mal gut, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt oder eben eine Gemeinsamkeit hat. Dann muss man nicht mit zur Wache. Auch wenn alles okay ist, aber es bedeutet mehrere Stunden Zeitverlust. Ja. Oder für Gaseosa spenden. Ja, oder, also ist ein separates Thema, wollen wir heute nicht behandeln. Aber es ist wichtig natürlich, wenn man eine Organisation in Peru hat, dass man die guten, entsprechenden Kontakte hat, um sich auf den Geschäftszweck konzentrieren zu können. Ich glaube, das ist mal so, kann man ganz gut beschreiben. Ja, das ist am Anfang, wenn man hier niemanden kennt, da verbringt man Stunden im Notariat. Jetzt kriege ich einen Termin und ich komme sofort dran. Also das ist schon sehr zeitersparend. Ja. Oder Eröffnung der Konten in der Bank, stundenlang. Also das das hat sich alles geändert, Gott sei Dank. Ja. Die Brücke nach Trujillo,
Ich habe hier noch auf der Rückseite des Flyers sind die Kontaktdaten, Telefonnummer. Auch das kommt alles in den Shownotes. Die Homepage nochmal auch genannt, www.puende-trujillo-peru.com. Mhm. Da findet sich auch die Liste der Sponsoren wieder. Und klar, Kinder brauchen Hilfe, brauchen deine Hilfe, brauchen eure Hilfe. Denn die Kinder sind die Zukunft des Landes. Und, ja. Und die sind ganz toll. Also ja. ich finde die einfach... Die sind herzlich, ne? Mhm. die sind dankbar. Also das macht wirklich Spaß. Ja. So zusammenfassend, Lisa, so die Schlussbotschaft von dir an alle Zuschauer und Zuhörer, nochmal, die du formulieren möchtest, nochmal jetzt zu senden. Also mir ist es wichtig, dass ihr nur kleine Projekte unterstützt. Also mir geht es jetzt nicht unbedingt nur um unseres, mhm. weil ich glaube, dass nur die kleinen Projekte das Geld wirklich hierher bringen. Mhm. Also so wie wir das beobachtet haben von diesen offiziellen Spenden, da kommt höchstens 40% rein. Ja. Mhm. Weil einfach alle die Hand aufhalten. Ja. Also, und ich habe Kontakte, also zum Beispiel werden wir auch immer kritisiert, dass wir nicht so ein großes Auto fahren. Ne? Ja. Mhm. Weil also die Gelder werden einfach nicht für das Ziel benutzt, sondern da wird sehr viel zwischen. Mhm. Also ich glaube, man kann hier überhaupt nichts machen, ohne dass man jemand Geld gibt. Das ist schon ein Problem. Also kleine Projekte, das ist ein Botschaft. Also zum Beispiel diese Kaffeeprojekte, diese Fairtrade-Sachen. Mhm. Also wenn es geht, immer auf kleine Projekte gucken. Ja. Oder auch Ärzte ohne Grenzen ist zwar groß, mhm. aber da kann man sich auch drauf verlassen. Okay, also dass das Geld, was ihr spendet, wenn ihr das spenden wollt, beteiligen wollt, auch dort ankommt. Ja. Und hier in dem Projekt von Puende ist es sichergestellt. Ihr habt jetzt gerade Lisa gehört, ihr Herzensthema. Und auch die Geschichte dazu, warum es ein Herzensthema ist und wie es auch weitergeht. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, nachhaltig etwas zu machen. Es gibt zum Beispiel hier eine Organisation, die auch Geld von außen bekommt und die lässt die Kinder extra schmutzig sein, damit spenden. Ja, okay. Ne? Und wenn jemand zu uns kommt, heißt es immer, die sind ja gar nicht arm, weil die sind sauber. Mhm. Aber die sehen nicht, dass wir das denen beigebracht haben, sauber zu sein. Ne? Und also das sind so Sachen, die tun mir immer weh. Also wenn ich mir überlege, dass da jemand Geld spendet und das wird dann so benutzt. Mhm. Das ist sehr schön. Ja. Ja, das ist das Projekt, ein Herzensprojekt von Lisa seit vielen, vielen Jahren, wo ich euch einlade, einfach mal darüber nachzudenken, ob ihr etwas machen wollt, in dem Kontext oder im anderen Kontext. Ich glaube, es ist auf jeden Fall uns allen möglich, in Deutschland und auch vielen in Peru da zu helfen. Ja. Wichtig ist mir noch, Words. Wichtig ist noch, dass es meinen Mann auch gibt, also Dr. Jürgen Rauber. Und ohne den könnte ich das natürlich nicht machen. Ich kann ja nicht alleine hier nach Peru fahren. Ja. Und der Jürgen ist meine Basis, damit ich diese Energie habe, um das zu machen. Ich durfte Jürgen ja vorhin kennenlernen. Er ist jetzt irgendwo anders unterwegs gerade und schickt dich sozusagen vor. Ja, ja, genau. Es ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Botschaft. Auch deine Tochter wird es ja weiterführen. Deine Enkelin war auch schon häufig hier. Ja. Die vielen Freiwilligen sind wir gemeinschaftlich etwas zu tun und damit insgesamt, glaube ich, das Leben von den Menschen etwas zu verbessern, etwas beizutragen, vielleicht etwas zurückzugeben. Ich habe immer gehofft, es würde Kopien geben, aber es gibt bisher leider keine. Okay. Also ich würde gerne Kopien unterstützen, ne? Weil wir können nicht mehr als 60 Kinder, dann wird die Qualität schlecht. Vielleicht ist das auch der Stein, der ins Wasser geworfen wird, dann der erste Impuls. Also alle, die sagen, ich wollte auch schon mal ein Herzensprojekt machen, herzlich eingeladen, sich an Lisa zu wenden, von ihrem Know-how von über 20 Jahren, 40 Jahren zu partizipieren, zu einer Zeit, also auch alle politischen Richtungen erlebt. Und glaube ich, so einfach wie heute mit Internet und vielen anderen Dingen, war es in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht. Ein Telefonat nach Deutschland kostete 30 D-Mark, 3 Minuten. Ja. Und es gab nur ein Telefon in Cajabamba. Schön, dass ihr dabei wart. Egal, wo ihr zugeschaut habt, in Deutschland, in Peru oder sonst wo auf der Welt. Like dieses Video, teilt das gerne weiter und vor allem werdet aktiv, selbst oder über Puende, dem Herzensprojekt von Lisa, Jürgen und von ganz vielen anderen lieben Menschen. Viele Grüße, wo immer ihr auch seid. Mhm. Vielen Dank an dich, liebe Lisa, für deine Zeit und für deine Offenheit, das Projekt vorzustellen. Gerne. Ja. Tschüss. Tschüss.